Jahren in Florenz 1531 bis 32 gestaltet Michelangelo das Grab von Lorenzo, Duca di Urbino. Er war der Neffe von Leo X. Also er wird als Kapitän, als Anführer des Heeres dargestellt, aber in einer sehr, sehr nachdenklichen Pose. Die erinnert an ja, die Vergänglichkeit, das Fließen der Zeit. Auf der linken Seite Il Crepuscolo. Da sehen wir ganz klar, dass der Kopf des Mannes nicht komplett ausgearbeitet ist. Und auf der rechten Seite die Morgenröte, die Aurora, die sich räkelt und wirklich komplett ausgestaltet ist.